Oh Mann. Scheiße. Kripo, wie ist das passiert? Jemand hat meinem Mann eine Paketbombe mit Nägeln drin geschickt. Gott sei Dank habe ich ihn vorher gerade gerufen und er hat sich weggedreht, als das Ding explodiert ist. Sonst wäre er jetzt tot. Können Sie sprechen? Wissen Sie, wie das Ding ausgesehen hat? Wie war das Paket zusammengesetzt? Und wann ist es überhaupt hochgegangen? Ich kann mich nur erinnern, dass in dem Paket noch ein kleineres Paket war. Das war in Schnüre gewickelt. Als ich dann die Schnur durchschneiden wollte, ist das Ding hochgegangen. Danke, ihm wird jetzt geholfen. Haben Sie denn irgendeinen Verdacht, wer das gewesen sein könnte? Haben Sie in letzter Zeit Streit mit jemandem oder hat Sie wer bedroht? Nee, überhaupt nicht. Keine Ahnung. Dann vielen Dank erstmal. Gute Besserung. Alles Gute. Hi, Kollege. Haben wir schon irgendwelche Hinweise darauf, um was für eine Art von Sprengsatz sich gehandelt hat? Ich vermute stark, dass es eine Rohrbombe war. Anscheinend wurden noch Nägel dran gehängt, um die Bombe noch gefährlicher und tödlicher zu machen. Scheiße. Hinweise auf den Absender? Das ist das Einzige, was wir haben. Mehr haben wir nicht gefunden. Sandra. Okay, Philipp. So eine Rohrbombe ist auf jeden Fall eine extrem aufwendige und komplizierte Art und Weise, um nur eine Person zu verletzen. Das heißt, wir müssen durchaus davon ausgehen, dass es sich um einen Serienbomber handelt, der möglicherweise mehrere Leute verletzen will. Wir sollten direkt die Presse informieren, ja? Die Bevölkerung muss gewarnt werden. Danke dir. Ciao. Haut sofort eine Pressemeldung über einen möglichen Serienbomber raus. Alle Pakete, die unerwartet und von einem unbekannten Absender kommen, dürfen nicht geöffnet und sollen sofort gemeldet werden. Entschuldigung, aber sagt Ihnen der Name Sandra was? Nein, keine Ahnung. Hey, hey! Mama! Was hat der Kleine? Alles wird gut, Schatz, alles wird gut. Was ist mit Papa? Er wird wieder gesund, aber es gab einen Paketbombenanschlag auf ihn. Was? Versuch dich zu beruhigen. Dich, okay. Es wird alles wieder gut werden, okay? Aber sag mal, kennst du jemanden mit dem Namen Sandra? Oder kannst du dir vorstellen, wer deinem Vater sowas antun würde? Nein. Beziehungsweise, es gibt eine Kundin im Fitnessstudio meiner Eltern, die Sandra heißt. Hey, alles ist gut. Jetzt beruhigen wir uns erstmal. Gut, okay. Woher weißt du denn das? Ich helfe dort auch ab und zu aus. Lernt man die Stammkunden eben kennen. Ja, er kennt gefühlt jeden. Okay, wir werden auf jeden Fall alle Kundinnen mit dem Namen Sandra überprüfen. Aber Philipp, ganz ehrlich, ich gehe nicht davon aus, dass der Täter seinen richtigen Namen auf das Paket schreiben würde. Nein, natürlich nicht. Es hängt jetzt wirklich alles davon ab, dass wir möglichst schnell viele Hinweise bekommen. Es könnte jederzeit irgendwo eine neue Bombe hochgehen. Also, in dem Fitnessstudio gibt es ein einziges Mitglied mit dem Vornamen Sandra. Aber der Nachname passt nicht, fängt nicht mit FE an. Und die hat auch kein erkennbares Motiv. Ich habe Goodies aus der Forensik. Hier, Styropor, Nägel, Batterien, Draht. Mit der 9-Volt-Batterie wurde wahrscheinlich die Bombe gezündet. Okay, also, was haben wir bisher? Ja, wir wissen, dass es eine Rohrbombe war. Und Rohrbomben werden benutzt von Terroristen oder von Kriminellen, die keinen Zugang zu komplexeren Technologien haben. Und jede selbstgebaute Bombe ist einzigartig. Und jeder Bomber hinterlässt individuelle Spuren. Genau. Und der hier hat die Bombe in Nägel umwickelt. Besonders komisch war, an manchen Teilen wurde schwarze Farbe gefunden. Schwarze Farbe? Warum? Ja, keine Ahnung. Sie konnten aber aus den ganzen Fetzen den Absender hier deutlich machen. Sandra Pfepper aus Köln. Kranichstraße 8. Und jetzt ratet mal. Weder Name noch Absender ist existent. Ja, ist ja klar. Wo wurde denn die Marke abgestempelt? In der Postfiale in der Mondstraße. Ich habe bereits die Überwachungsvideos angefordert. Irgendwelche Spuren auf der Briefmark? Keine Speichelspuren zu finden, keine Fasern, keine Fingerabdrücke, keine Haare, nada. Tja, dann hat unser Täter nicht nur Handschuhe getragen, sondern wahrscheinlich einen Ganzkörperanzug. Sonst müssten ja irgendwelche Spuren zu finden sein. Ich würde vorschlagen, wir sollten bei den Verdächtigen gezielt nach Nägel, Batterien und Schwarzpulver suchen. Das Problem ist nur, außer Schwarzpulver kann man den ganzen Krempel in jedem Baumarkt kaufen. Wir haben noch ein anderes Problem, Philipp. Wir haben keine Verdächtigen. Ja. Was hat die denn? Leute, es ging gerade ein Notruf ein. Liebke Läufer wurde soeben das gleiche Paket zugeschickt wie ihr Mann. Absender, Verpackung, alles gleich. Ach du Scheiße, dann hat's der Serienbomber gezielt auf die Familie abgesehen. Der Sprengstoffexperte soll unbedingt die Bombe entschärfen. Nur dann kriegen wir raus, wie sie zusammengesetzt wurde. Ja, vielleicht erklärt sich auch die schwarze Farbe. Ich bestelle euch einen SEK und einen Sprengstoffspezialisten. Alles klar, wir sind weg. Ja, Ries. Ja, genau, wegen der Bombe. Achtung! Hier spricht die Polizei. Aufgrund einer aktuellen Einsatzlage fordere ich Sie auf, den Richtungsbereich umgehend zu verlassen.
Bitte entfernen Sie sich weiträumig von dem Gebäude. Sofort! Ich gehe zu Jung und frage, wie der Plan ist. Und ich spreche mit der Familie. Hallo. 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 Das ist meine Mutter. Sie hat das Paket entgegengenommen. Und zum Glück hat sie es nicht geöffnet. Das war ja auch an meine Tochter adressiert. Sehr gut, dass nichts passiert ist. Ja. Ihnen geht's allen gut, ja? Ja, alles gut. Hey, Philipp, was hast du? Ich habe das Video von der Postfiliale. Die Kollegen haben einen Ausschnitt geschickt, der zeitlich passen würde. Schaut mal mit rein. Mhm. Also, wir wissen jetzt, dass wir es mit einem Serienbomber zu tun haben, der höchstwahrscheinlich ein persönliches Motiv hat und es gezielt auf Ihre Familie abgesehen hat. Naja, also er ist ziemlich vermummt, man ist kaum zu erkennen. Sagt Ihnen das vielleicht trotzdem irgendwas? Nee. Ich habe mir seit dem Anschlag auf Nils ziemlich für den Kopf zerbrochen. Und mir fällt da eigentlich nur unser Mitarbeiter ein, Leon Wilson. Den mussten wir mal feuern wegen Spannerei. Der hat bestimmt einen ziemlichen Hass auf unsere Familie. Ja, von der Statur her könnte es passen. Ja, das könnte wirklich sein. Er hat damals Kameras in der Umkleide installiert. Total pervers, der Typ. Leon war ja auch vorbestraft. Aber ich wollte ihm trotzdem noch eine Chance geben. Okay, also vorbestraft macht ihn nicht gleich zum Attentäter. Aber wir werden ihn überprüfen. Ja, mir fällt da noch Tschitschis Ex ein, Heiko Braun. Der war mal als Soldat in Afghanistan. Das ist ein ziemlich düsterer Typ. Mama, nein. Heiko hat viel Scheiß erlebt, aber er würde mir niemals etwas antun. Ja, er war schon sehr merkwürdig. Außerdem ist er 6 Jahre älter als Chichi. Ist ja noch nicht mal wirklich legal, oder? War das der Grund auch für die Trennung? Ja. Meine Familie war gegen ihn, obwohl wir uns lieben. Dann habe ich vor ein paar Tagen mit ihm Schluss gemacht. Und wie hat er darauf reagiert? Er fand es natürlich nicht so cool. Er hat es nicht so richtig verstanden. Das ist so ein bisschen untertrieben, oder? Der hat dann die richtige Szene hingelegt. Das ist ja auch normal bei einer Trennung. Ich werde Chichi heute Abend zum Opa nach Hamburg bringen, bis der Täter gefasst ist. Ich habe wirklich große Angst um meine Tochter. Aber meine Freunde sind hier und die Schule. Schluss jetzt, das ist eine Ausnahmesituation. Und ich kläre das mit der Schule. Okay, ich danke Ihnen erstmal. Es wäre nett, wenn Sie auch weiter da hinten warten okay. würden. Ja? Danke. Danke Ihnen. Hi Alex, du müsstest für mich mal einen Leon Wilson und einen Heiko Braun untersuchen. Die kommen beide als Tatverdächtige in Frage. Danke dir. Gut, dass du da bist. Geh schon mal zum Bus und mach dich fertig. Die Jungs warten auf dich. Alles klar. Jung, wir wollen das gerne mitverfolgen. Okay. Das Einzige, was die ganzen Rohrbomben gemeinsam haben, ist, dass sie nichts gemeinsam haben. Die eigentliche Bombe ist hier in dem kleinen Paket. Ich muss das vorsichtig öffnen. Okay, also ich werde diese äußere Kordel durchtrennen, ohne dass sie die Spannung verliert. Das könnte die Bombe auslösen. Okay, das hat funktioniert. Also sie hat keinen Bewegungssensor, das ist schon mal gut. Ich werde sie jetzt öffnen. Scheiße, Dani, wenn das Ding hochgeht. Du, der Sprengsatz trägt die gleiche Handschrift wie der andere Sprengsatz. Eine Rohrbombe mit Nägeln. Diese Drähte, die sind auf niedriger Spannung. Das heißt, das ist eine batteriebetriebene Bombe. Okay. Das sind alles Nullleiter. Ich muss einen durchzwicken. Das ist mein Kamerad. Okay. Okay, das hat funktioniert. Sowas habe ich in meiner Laufbahn noch nicht erlebt. Die Bombe wurde nach dem Zusammenbauen mit schwarzer Emaille bemalt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das werden wir rausfinden. Super Job. Danke dir. Wir schicken die Spusi rein. Die soll das Ding mitnehmen. Hi Alex, was gibt's? Die Kollegen
fahren gerade zu Leon Wilson. Die holen ihn ab zur Vernehmung. Sehr gut. Dann fahren wir jetzt zu der Ex von Gigi Läufer. Ich schicke dir die Adresse aufs Handy. Alles klar, danke dir. Ciao.